Sushi macht man nicht nur mit rohem Fisch, sondern auch mit Fleisch. Probieren Sie unsere Rindsfilet-Sushi-Türmchen. Fangen wir gerade an mit dem Reis. Für das koche ich Rundkornreis mit Wasser aufkochen, die Hitze reduzieren und zudecken ca. 10 Minuten köcheln. Dann auf der ausgeschalteten Platte ca. 15 Minuten quellen lassen, dabei den Deckel nie abheben. Zum Schluss den Reis in eine Schüssel geben und mit einer Gabel lockern. Aus Reis machen wir zum Sushi auch gerade noch Chips. Die können Sie am Vortag vorbereiten. 3 Esslöffel gekochten Reis mit Wasser pürieren, ein Eiweiß mit Salz steif schlagen und zusammen mit schwarzem Sesam drunter ziehen. Dann die Masse in 8 Portionen auf ein Blech geben, dünn ausstreichen und ein bisschen Fleur de Sel drüber streuen. Jetzt geht es ans Backen. Etwa 15 Minuten bei 200 Grad. Dann rausnehmen, vom Backpapier lösen und auf einem Gitter auskühlen lassen. Für den Sushi-Reis Essig mit Salz und Zucker warm werden lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die warme Flüssigkeit über den Reis leeren, mit einer Gabel mischen und wieder Sesam darunter ziehen. Und jetzt wird es farbig. Avocado, Mango und Limettensaft mischen, einen Ausstecher auf den Teller legen. Dann den Reis mit einem Löffel liegen und leicht andrücken. Die Avocado-Masse darauf verteilen. Das fein geschnittene Rindsfilet mit Öl und Fleur de Sel mischen, darauf verteilen und leicht andrücken. Dann den Ausstecher wegnehmen und die weiteren Türmchen so formen. Sojasauce und Wasabi verrühren, drüber träufeln, mit Reischips garnieren. Ein Sushi, das man nicht so schnell vergisst und am besten mit Freunden zusammen isst.